So, da bin ich wieder und willkommen zurück. Jetzt geht's mal auf die zweite Brücke. Ich freue mich auf den Aeromanten, wenn ich es denn bis dahin schaffe. Und ich bin sehr gespannt, was dieses... Ich muss den Aeromanten betreffen? Ich habe gedacht, über diese Brücke geht's, um den treffen zu können. Jetzt bin ich total verwirrt. Ich dachte, der wäre... durch dieses Eisgebiet durch und dann irgendwie... Naja, dahinter halt. Und jetzt scheint es so, als müsste er hier irgendwo sein. Da bin ich jedoch irgendwie rumgelaufen. Und da vorne geht es dann also schon in den Sumpf. Und das hier ist dann das ganze Gebiet, wo ich es schaffen muss oder herauskriegen muss, wo dieser Aeromant ist. Mache ich. Ich renne rum. Muss man jetzt sich aber nicht mit angucken. Bin sofort wieder da. Dann, ich finde das raus. So, ich bin zurück. Und bevor ich ja da hinten über diese eine Brücke da in den Sumpf laufen kann, muss ich hier irgendwie... zum Aeromanten kommen. Das mache ich jetzt heute mal. Ich hoffe, das gelingt mir. Schauen wir mal, wie denn dieser nette Level aussieht. Soweit erstmal ganz schick. Also jetzt geht es wieder so von der Seite. Ich habe meinen Feuerball. Was kann ich denn? Was habe ich denn inzwischen? Oh, hier, das ist das Doppelspringen oder so. Glaube ich. Ja, muss ich gleich mal austesten. Also damit kann ich dann ein bisschen höher hopsen. Ich bleibe jetzt aber trotzdem mal bei dem Feuerball und denke mal, dass ich das sicherlich noch aufladen muss gerade. Da ist er wieder. Ich weiß eigentlich gar nicht, was er soll. Der ist mir total suspekt. Hi. Ja, okay, hi, Phoenix. Ich fürchte, deine akrobatischen Fähigkeiten werden dir in diesem Gebirge nicht viel nützen. Die Wände sind mit Eis bedeckt und man kann sich nicht an ihnen herunterrutschen lassen. Okay, wahrscheinlich lege ich mich da richtig auf die Schnauze. Naja, oder sich von ihnen abstoßen. Aber ich bin mir sicher, dass du eine Lösung finden wirst. Was soll ich machen? Soll ich die einschmelzen? Gucken wir. Es gibt eine alte Geschichte über diese Berge, eine, die von Generation zu Generation durch meinen Clan weitergegeben wurde. Hast du schon einmal von Drachenauge gehört? Nö, habe ich nicht. Wie wir alle wissen, horten Drachen gerne Schätze. Klar, ne, das kennen wir. Schon ein kleines Funkeln genügt, um einen Drachen in helle Aufregung zu versetzen, aber das Drachenauge funkelt nicht nur ein bisschen. Das heißt also, es funkelt ganz dolle und wenn ich nicht blind bin, dann sehe ich das, oder? Orin der Aeromant ist der Meister der Drachen. Sein wertvollstes Kleinod war ein Kristall, der so groß und perfekt ist, dass er den Namen Drachenauge erhielt. Vor langer Zeit wurde das Drachenauge gestohlen, aber der Dieb sollte mit seiner Beute nicht weit kommen. Die bittere Kälte dieser Berge erweist sich manchmal als stärker als wir, sogar stärker als Spitzbuben mit Feuer im Blut, so wie du einer bist, Phoenix. Der Dieb wurde am Boden einer Schlucht gefunden, nachdem er von den eisigen Abhängen in seinen Tod gestürzt war. Ein Splitter des Drachenauges wurde bei der Leiche gefunden, was bedeutet, dass der Kristall durch den Sturz in Fragmente zersplitterte. Okay, ich suche wieder Einzelteile. Ne? Der Aeromant hat eine Belohnung für die Person ausgesetzt, die die Splitter zu seinem Versteck zurückbringt. Es könnte in deinem Interesse sein, nach ihnen Ausschau zu halten. Viel Glück, Phoenix. Wir sehen uns nach den Eishöhlen wieder. Ich verstehe seine Rolle trotzdem nicht, außer dass er mir ein bisschen was erzählt. Wie sieht denn das hier aus? Also man kann nicht, ne? Okay, man sieht schon, man kann nicht runterrutschen. Man macht einfach Platsch und dann ist man unten. Oh, auf den habe ich gar nicht geachtet.
ist sofort umgefallen. Ups. Ich bin noch beschäftigt gedanklich mit dem Springen und dann macht er sowas. Das geht aber nicht. Jetzt brauche ich eine Lösung, wie ich da hochkomme. Also wahrscheinlich schnell springen. Nee, ich brauche wahrscheinlich das hier. Könnte das sein? Brauche ich das? Ja, das brauche ich, genau. So, den haben wir erledigt, den Yeti. Doofes Tier, du. Hier geht's nach unten, da gibt es doch bestimmt ein Goldstück, oder? Na, könnte ich doch wetten. Hm? Nee. Da gibt's nur ein Lagerfeuer. Damit war der schon platt. Habe ich noch irgendwo getroffen? Sieht so aus. Ich speichere das lieber mal. Wer weiß, was mir wieder passiert. Ich armer Mensch. Ich nehme mal das hier. Oder, naja, ich nehme eine neue Speicherdatei. Alles gut. Machen wir das mal so. Weiterspielen. Du weißt doch, ganz schick, ja, hinten die Berge im Hintergrund sind so ein bisschen rosa, so ein bisschen pinkfarben, ne? Und dann das Ganze hier. Also irgendwie hat die Grafik, die sieht so ein bisschen aus wie so Cell-Shading, was es mal gab. Also irgendwie sieht das so aus, ne? Oder vielleicht ist es das sogar? Weiß gar nicht. Irgendwie hat es was davon. So, oh, jetzt wird's dunkel, aber hier schneit's im Tunnel. muss ich wahrscheinlich doch wieder so machen. Hey! Wieso geht das nicht? Ah. Man rutscht immer so, man... Hui! Schlittschuh fahren. Sowas wie Ice Skating, ne? So. Okay. Oh. Ich dussel. Ich Idiot. Naja, gut. Das ist dann, wie es ist. Wer kommt denn hier? Einer links, einer rechts. Gibt's sowas? Oh, man kann den... Autsch! Man kann in den Spitzen stoßen. Puh, könnte da irgendwo ein Goldklumpen liegen? Den ich... Oh, das will ich jetzt wissen. Ah, ich kann nicht speichern. Ah. Nein, kein Goldklumpen.
Naja, funktioniert doch. Jetzt könnte ich runter oder drüber hüpfen. Ein Herzchen. Oh ja. Was ist denn unten? Was ist denn da? Lohnt sich das? Ist da was? Spitze. Wie war das doch? Sind das die Stalagmiten? Nee. Gehen wir mal da hoch. Das will ich, glaube ich, nicht. So. Was hat mich denn jetzt getroffen? Wow, was war das? Was war das? Wie kann ich dich töten? Den kann ich nicht töten, der ist aus Eis oder so. Vielleicht muss ich an dem einfach echt vorbeilaufen. Also das ist... Könnte ja so eine Nummer sein. Jetzt ist er weg. Okay. Jetzt ist er weg. Das hier müsste jetzt wieder ein bisschen Kraft geben. Zack. Die kleinen, fiesen Goblins. So, jetzt werde ich mich einfach ein bisschen durchkämpfen, denke ich mal, und dann, oder? Soll ich noch ein bisschen weiterspielen? Ich speichere das jetzt trotzdem nochmal. Nehmen wir jetzt mal hier das da, das letzte, und dann gucken wir. Und weiterspielen. Wow! Der kommt ja immer so an, so hahaha, und dann ist er schon da. Dieser kleine Sack. Was finde. Ja. Da haben wir doch wieder eins. Ein schönes Goldstück. Juhu. So, das da sind wieder so miese Spitzen. Und hoch geht's. Nein! Fall doch nicht runter, Kind! Muss ich immer diesen Skill nehmen? Muss ich den? Anscheinend. Das geht wohl nicht ohne... Mit dem Springen. Also immer den zum Hüpfen. Ja, warte mal. Na, komm schon, das war doch Quatsch. So ein Unsinn, da hüpfe ich darüber, mach einmal so. Uah, bin ich tot. Oh, 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 jetzt müsste man von da nach oben hüpfen, oder ich gehe wieder den ganzen Weg unten durch. Quatsch. Wow, was mache ich denn gerade? Nein, ja.
Naja gut, mal eine kleine Pause und dann oder so von wegen renne ich oben lang. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin mal ganz kurz hier so vom Filmchen weg und bin gleich wieder da. Na, ratet doch mal, wen ich hier gefunden habe, jetzt in den Eishöhlen. Erkennt ihr die kleine Dame wieder? Ja, die Bitty, ne? Ich kann jetzt also mit ihr hier irgendwas bequatschen. Du suchst auch nach funkelnden Steinen? Okay, dann machen wir einen Deal. Du löst Rätsel, Bitty gibt dir Stein. Möchtest du das Rätsel lösen? Eigentlich ja. Kann ich das denn lösen? Ein Goblin-Festmahl wäre ohne einen bitteren, frostigen Leckerbissen nicht komplett. Oh, was ist das für ein Leckerbissen? Eiscreme vielleicht? Ich weiß nicht. Warte mal, ich nehme mal Eiscreme. Ah, schade, du musst mehr wie ein Goblin denken, um Rätsel zu lösen. Toll, Bier. Natürlich nur Bier, oder? Bier. Bier ist der frostige Leckerbissen, oder? Ja, natürlich. Nach dem Schmaus wird getanzt, dann gegessen. Wir schnappen uns einen Spieß und rösten dieses vierbeinige Biest. Vierbeinig. Truthahn hat 2, Huhn hat 2, Wildschwein hat 4. Wildschwein. Oder? Klar. Wenn das Essen alle ist und das Bier in Strömen fließt, klopfen wir im Takt dieses klaren Lieblingslieds. Na, der Goblin-Tanz, ne? Das war's doch, der Goblin-Tanz. Schlauer Mensch, du hast dir den Klunker verdient. Besuch bitte in ihrem Iglu, wann immer du willst. Kriege ich jetzt ein Goldstück oder so? Oder hier so ein Gold? Splitter, ey, ich habe das. Ein Splitter des Drachenauges erhalten. Das brauche ich bestimmt, um diesen Eisdrachen, den ich bei Bitty gesehen habe, da in dem Level, um den wieder irgendwie eine Runde fit zu machen. Schön, schön, schön. Ah, dieses Rutschen. Hui. Und wieder. Das ist sehr lustig. So, dann gehe ich mal weiter auf die Suche. Mal sehen, was mir noch begegnet. Ich mache wieder hier eine Pause drin, weil ich will ja auch nicht alles verraten, was ich hier sehe. Das wäre auch ein bisschen schade oder so für die Leute, die das Spiel einfach selber nochmal spielen möchten. So, jetzt habe ich mich so ein bisschen aus dem Dungeon da rausgewuselt oder aus dieser Eishöhle. Und gucken wir mal, wo mich das hinführt. Jetzt bin ich wieder an der Oberfläche. Ach so, ich sollte vielleicht mal das Springen ausschalten, was ein bisschen höher führt. Und wieder zu den Feuerbällen zurückgreifen. Was kommt denn jetzt? Ah, Hilfe! Ach, ist das ein Drache? Ein Eisdrache? Ich habe... ist das schon ein Boss oder so? Ich weiß nicht. Warum müsst ihr Menschen immer nach dem Unbekannten suchen? Im Leben geht es ums Überleben. Und auch wenn wir alle einen Platz in dieser Welt haben, so ist deiner nicht hier. Nur das ist schön. Wo ist er denn? Ich werde dir eine Chance geben, diesen Berg zu verlassen und deine Tage in Frieden zu verleben. Oder du wirst meinen Zorn zu spüren bekommen. Die Wahl liegt ganz bei dir. Ich nehme an, ich muss wahrscheinlich hinterher nochmal da unter die Erde, weil ich habe ja nur eins von diesen Teilen bekommen. Oder bekomme ich jetzt das zweite, wenn ich den hier umhaue? Gute Frage. Wirst du in Frieden gehen? Gehe ich in Frieden? Wohin denn? Also gut, meine Drachen könnten eine nette Mahlzeit vertragen. Lebe wohl, törichter Mensch. Muss ich jetzt gegen Drachen kämpfen? Phoenix, hier stimmt etwas nicht. Orin ist heute nicht er selbst. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen, aber zuerst müssen wir uns mit den Drachen befassen. Meine Pfeile sind nicht stark genug, um den eisigen Panzer auf ihrer Rüstung zu durchdringen, aber ich denke, wenn wir zusammenarbeiten, dann könnten wir sie besiegen. Wahrscheinlich muss ich dann immer irgendwo mit Feuer auf die drauf schießen oder so. Hinter dir ist auf der anderen Seite der Leiter genau ein Vorsprung. Nutze die Flamme, um auf den Vorsprung zu springen. Ich verstecke mich im Wachturm und wenn der Drache angreift, kann ich einen Pfeil abfeuern, um ihn abzulenken. Sobald er abgelenkt ist, schieße mit einem Feuerball auf den Drachen. Das sollte ausreichen, um ihn abzuschrecken. Okay, der Drache ist immun gegen Feuer, wenn seine Schutzschilder aktiv sind. Warte also, bis der Drache abgelenkt ist und beschwöre dann und so weiter den Feuerball. Naja, das werden wir uns dann gleich mal angucken, wie das funktionieren könnte. Hier ist der Vorsprung. Moment. Hier oben. So, da muss ich rauf. Jetzt muss ich wahrscheinlich... So.
schießt auf ihn. Ich war zu spät, ich war zu langsam, ich dussel, ich depp. Ah, ich muss das schneller machen, oder wie? Ah, okay. Das Ganze dann nochmal, ich muss also wahrscheinlich sehr, sehr schnell nach oben und muss dann wieder schnell runter. Das können wir uns dann also sparen, das habe ich ja alles schon vorgelesen. Zack, 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 zack. Jetzt mache ich mal... Uah, das will ich doch gar nicht. Ich dussel, warum falle ich denn immer da rein? So, jetzt muss ich den Feuerball nehmen. Und wenn der Drache kommt, müsste ich auf den schießen. Bums. Na? So habe ich das doch verstanden. War das auch verkehrt? Hm, dann muss ich da mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Ich sehe mir das mal genauer an. So, ich habe es wohl geschafft, man muss nur in dem richtigen Moment tatsächlich feuern. Probiert selber aus, wie, wo, was. Das geht dann aber. Also, sieht so aus, als hätten wir den Drachen verjagt. Es würde mich allerdings nicht überraschen, wenn wir später noch auf weitere treffen. Ja, mich auch nicht. Wohin man auch geht, es scheint, dass die Welt sich vor unseren Augen immer wieder verändert. Vielleicht habe ich mich verschätzt und das hier ist eine Nummer zu groß für uns. Ja, wer weiß das schon. Wir sind auf jeden Fall effizienter, wenn wir uns trennen. Ich werde die Berge erklimmen und einen schnellen Weg zur Eisbrücke finden. Viel Glück, Phoenix. Tschüssi. Also, dann mach's mal gut. Und ich muss jetzt irgendwie hier weiterziehen. Glaube ich. Ach so, hey, da kommt schon wieder. Da kommt schon wieder so ein Heini. Habe ich mal wieder nicht hingeguckt. Ich dussel ich. Hm. Das war dumm von mir. Dumm, 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 dumm. Was denn? War ja nicht ein Feuer? Wo ist hier ein Feuer? Okay. Auch gut, nicht so schlimm. Okay, also weiter geht's auf dem ganzen Weg. Ich verrate das jetzt natürlich nicht wie, wo, was. Und ja, mache jetzt einfach mal wieder einen kleinen Schnitt und dann sieht man das später, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich so komische Eiswürfel gefunden, wo ich selber sage, da verpiesel ich mich auch immer. Die kann ich irgendwie klein schießen? Dann gehe ich am... Der macht mich irgendwie tot. Mehr oder weniger, fast, wenn der mich berührt. Jetzt habe ich es mal versucht oder so, das unten irgendwie zu lösen. Ich tanke mich aber oben auf. Ich nehme an, das ist vielleicht auch eine Runde netter. Obwohl, Moment, ich könnte das mal speichern, ganz kurz, wenn das geht. Ja, und das war ein riesengroßer Eiswürfel, den schieße ich dann immer irgendwie kleiner, dann teilt er sich in so ganz viele Lütte und die greifen mich an und da, so ganz ohne sind die nicht. Der will was von mir. Springe ich nach links, springe ich nach rechts? Ah, okay. Ah! Und hops, geht man drauf. Also nur, man hat doch irgendwie eine Vielzahl an Gegnern. Man kann sich da so ein bisschen austoben. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig, dass man doch immer wieder auf neue Herausforderungen trifft, die man grundsätzlich auch irgendwo anders meistern muss. Ne? Also hier jetzt zum Beispiel, jetzt ist dieser große Würfel da in der Mitte. Ja. Und dann wird der kleiner. Jetzt wartet der hier irgendwie. Warum auch immer. Ja, da ist der zweite Teil von ihm. Und ja, im Grunde genommen eigentlich sehr lustig. Ich kann das gerne noch einmal versuchen.
wenn ich mal hier drüben... Oh, ich kann aber nicht springen, wenn mich das irgendwie so erwischt. Das ist sehr nervig und ich kann auch kein Leben auftanken. Schade eigentlich. Also man muss das da unten wohl nicht machen. Ich weiß auch nicht, was dabei rauskommt, wenn ich die besiege. Das kann ich nicht sagen. Ja. Aber wie gesagt, so als Spaß, um das mal zu zeigen, es ist einfach Abwechslung da. Ne? Das denke ich oder so, ist ja in so einem Spiel ja grundsätzlich immer irgendwie wichtig, dass man auch irgendwo sagt, hey, ich treffe nicht immer nur auf die gleichen Dinge, sondern auch einfach andere Sachen sind immer wieder so als Herausforderung im Spiel drin, sodass man sagt, ich kann mir was Neues überlegen, was anderes überlegen und das finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht hätte ich jetzt gerade irgendwie so mit dem Schild arbeiten müssen, dass ich sage, ich wehre den ab und dann dütscht er irgendwie zurück und dann haue ich den Feuerball da drauf, dass das irgendwie so die Taktik ist. Aber kann jeder ausprobieren. Ich will ja einfach erstmal durch und sehen, oder so, wie das Spiel insgesamt aussieht. So, mache ich wieder einen kleinen Schnitt.